Ja, hallihallo, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir sind hier im Feuertempel unterwegs und da will mich direkt eine Feuerfledermaus nerven. Verpiesel dich, dankeschön. Was ich sagen wollte, wir sind hier im Feuertempel und müssen der Wolvagina ordentlich einen mit unserem Hammer überziehen. Ja, mit unserem riesigen Schwengel. Oh mein Gott, warum habe ich das gesagt? Das ist viel zu vulgär. Ihr müsst jetzt allen Katharin die Schuld geben, denn der hat sich empört darüber geäußert, dass ich ja keine Anspielung auf diesen wohlklingenden Namen gemacht habe. Gut, die heißt jetzt nicht Wolvagina, sondern Wolvagia, aber das ist ja eigentlich schon vulgär genug. Wie dem auch sei, ich habe lange nicht mehr aufgenommen, weil keine Zeit und so, kein Bock und so, hauptsächlich kein Bock und so, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Andere Dinge zu tun, die wichtiger waren als Let's Play. Darum habe ich auch nichts hochgeladen. Ich war selbst zu faul, was hochzuladen. Das muss man sich mal vorstellen. Naja, so ist das nun mal. Wird vielleicht jetzt mal wieder ein bisschen mehr kommen. Auf jeden Fall kommt heute an diesem wunderschönen Samstag etwas. Und hier brennen die Gesichter schon vor Vorfreude. Ist das schön. Ja, dann wollen wir mal gucken, wollen wir mal weiter vordringen in diesen wunderbaren Tempel. Gucken, was uns hier so erwartet. Ach, herrje. Ein fröhliches Wiedersehen mit meinem Blutsbruder. Wer ist da? Bist du es, Link? Tatsächlich, Link! Du bist erwachsen geworden, mein Sohn! Ein richtiger Mann! Geil! Das klingt sehr pädophil, wie er es ausdrückt. Gerne würde ich länger mit dir unterhalten. Nicht pädophil, sondern... Ach, egal. Gerne würde ich mich länger mit dir unterhalten, doch die Zeit drängt! Jo! Erneut hat Ganondorf Chaos gesät. Er hat die infernalische Drachenkreatur Wolvagia aus dem Reich der Toten zurückgeholt. Zudem will er die gefangenen Goronen der Bestie zum Fraß vorwerfen, als Warnung an alle, die ihm trotzen. Wenn das feuerspeiende Ungetüm aus den Höhlen des Tempels entkommt, wird Hyrule in einem flammenden Inferno versinken. Ich werde vorgehen und versuchen, die Kreatur zu bezwingen. Das wird nicht leicht, denn mir fehlt die Waffe, die in der alten Sage Erwähnung findet. Doch mir bleibt keine Wahl. Link! Als dein Bruder bitte ich dich um diesen Gefallen. Während ich die Bestie fordere, sollst du meine Leute retten. Die Zellen, in die man sie gesperrt hat, sind über den gesamten Tempel verteilt. Hilf mir, Link! Jede Zelle meines Körpers ist glücklich, jede Zelle... Ja, wie auch... okay, Goronia, wie auch immer du heißt, du Häuptling, du kleiner Indianer. Machen wir doch gerne. Goron wurden gefangen genommen, die Bestie darf nicht herauskommen, wobei das ganz gut passen würde, denn Ende des Jahres geht die Welt ja sowieso unter, das wissen wir ja, der Maya-Kalender läuft aus und ich glaube da ganz fest daran. Ja, dann wollen wir mal gucken. Da können wir hin, da ist nämlich so ein Symbol. Und diese Symbole übrigens über Lava finde ich auch mal sehr einladend, muss ich wirklich sagen. Diese Symbole bedeuten, dass man da mit dem Fanghaken sich entlanghangeln kann. Beziehungsweise Enterhaken, Fanghaken, ist glaube ich so ziemlich dasselbe. Oh, da müssten Feen drin sein, wenn mich nicht alles täuscht, weil wir auch direkt vor der Bosstür stehen. Falls es euch noch nicht aufgefallen ist, aber da kommen wir leider noch nicht hin. Das wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn wir direkt zum Boss marschieren können. Aber uns fehlt ja, wie er schon gesagt hat, die Waffe, die in den Sagen Erwähnung gefunden hat. Was auch immer das für eine Waffe ist. Ja, was macht der da eigentlich gerade? Nee, Rubine sollst du nicht in deine Flasche speisen. Komm her! Yo, Bitch! Also ich bin ja so ein richtiger Feenfänger von Hameln. Oh, nein, nein! Was? Wieso lässt... Nein! Scheiße! Oh, jetzt habe ich mal... Oh, warte, die ist noch aktiv... Nee, jetzt hat die mich, glaube ich, schon berührt, oder? Du dumme Bitch, du! Mann... Na gut, wir wissen jetzt, wo wir Feen finden können. Das ist schon mal viel wert. Da können wir uns später immer noch bedienen. Sobald wir den Raum verlassen haben, sind die Tonkrüge wie durch Zauberhand wieder erschienen. Als wenn sie irgendjemand dort platzieren würde. Wo gehe ich denn jetzt lang? Ach ja, ich muss da hoch rüberspringen. Das ist ja voll umständlich. Naja, war ja nix. Ja, ich weiß auch nicht. Letzte Zeit habe ich irgendwie keinen Bock gehabt, hier irgendwie zu Let's Playen und so. Weiß ich auch nicht. Aber dann nehme ich mir mal 3 Tage Pause, weiß ich. Mach's nicht wieder Schnackfahrt, der einfach 5 Wochen am Stück nichts hochlädt und dann irgendwann kommt er wieder und lädt dann einen Part hoch und ist wieder 5 Wochen weg. Das mache ich nicht, aber. Normalerweise richte ich es meinen Zuschauern ja auch aus, wenn ich mal Tage nichts hochlade. Aber da ist auch schon der erste Gorone, den wir befreien dürfen. Der hat sich zusammengekaut. Oh, der zittert. Oh, wie süß. Ja, wie süß. Süße Robbelbabys. Wollen die direkt mal befreien, ne? Hallo! Oh, die Qualen haben ein Ende! Ich bin frei! Als Dank für meine Rettung verrate ich dir ein Geheimnis! Geil! Zu der Tür zu gelangen, hinter der Darunia verschwunden ist, musst du den Pfeiler, der aus der Decke ragt, nach unten befördern! Finde einen Weg, der dich in die oberen Stockwerte bringt. Ja, toll.
tolle Information. Der bewegt sich auch immer so ein bisschen, als wenn er, weiß ich nicht, ein Zombie ist oder so, oder weiß ich nicht. Mit den Armen so nach vorne gestreckt, wisst ihr Bescheid und so. Ein kleiner Schlüssel, ja. Es ist normalerweise so, da weiß ich eigentlich noch Bescheid, das habe ich so in Erinnerung, dass wenn wir einen Gorum befreien, wir einen Schlüssel bekommen. Zumindest in 90% aller Fälle. Darum sollten wir die schon befreien. Das mache ich jetzt nicht aus reiner Goronenliebe, weiß Gott nicht. Da bin ich ja wirklich überhaupt nicht der Freund von denen. Doch, eigentlich schon. Nee, das mache ich hauptsächlich, um die Schlüssel zu bekommen, ne? Ist ja ganz klar, damit wir weiterkommen in diesem Tempel. Oh ja, euch ignoriere ich jetzt einfach mal. Ihr könnt zusammen euch paaren oder so ganz viele kleine Fledermausbabys zeugen. Aber solange ihr mich in Ruhe lasst, ist alles in Ordnung. Ne? Ne, ne? So, jetzt muss man natürlich gucken, wo ich jetzt zuerst bin hier. Links, rechts, geradeaus. Mal einen Moment, ich muss mich räuspern. Musste mich eben muten. Ja, tut mir leid, manchmal muss ich noch ein bisschen husten. Ich bin so ein bisschen erkältet. Es ist ja wieder kälter geworden draußen. Und da ist man ab und zu mal ein bisschen erkältet. Außerdem rede ich ja ohne Punkt und Komma. Das ist ja die Berufskrankheit eines Let's Players. Und ja, so ist es halt manchmal. Komme ich da hoch? Weil da kann ich ja wieder meine wunderbare Zaubermelodie spielen. Ist dieser Stein zufälligerweise... Nein, ist er nicht. Dann gehen wir durch die Tür. Ist ja gar kein Problem. Da bin ich ja ganz flexibel. Wie eine Nutte, die 30 Jahre gearbeitet hat. Was? Habe ich nicht gesagt. Hier. Oh. Noch einer von der Sippschaft. Hello again. Oh, die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. Ja, ihr wiederholt euch ja alle. Aber ihr seht ja auch alle gleich aus. Danke, lass mich dir ein Geheimnis anvertrauen. Wände, die du mit dem Relikt der Goronen zerstören kannst, klingen hohl, wenn du mit dem Schwert dagegen schlägst. Interessant, mein Freund, interessant. Wo sind eigentlich die primären Geschlechtsorgane eines Goronen? Die kann ich nicht erkennen. Vielleicht zwischen die Beine geklemmt, kann ja sein. Ich bin eine Lady! Ah, merci, ein weiteres Schlüssel. Der wird mir helfen auf meinem Weg zu Ruhm und Ehre. Oh, mal gucken. Da war das ja schon mal kein allzu falscher Weg. Jetzt frage ich mich natürlich, wie ich da hochkomme. Ne? Muss ich auch irgendwie schaffen. Aber gut, das ist ein Problem, mit dem ich mich dann später beschäftige. Einfach immer die Probleme wegdelegieren. Das ist immer gut. Das ist genauso wie Aufgaben. Einfach wegdelegieren. Irgendjemandem anderen geben. Das passt schon irgendwie. So, die Dinger... was ist das eigentlich für eine Konstruktion hier? Irgendwelche Plattformen, die sich mit Flammenwerfern fortbewegen. Ich finde das schon sehr cool. Boah! What the fuck war das? Nani, my honey! Schinkenbrot? Das hat mich total aus dem Konzept gebracht. Ja, ich kann auf Flammen laufen. Ich bin Jesus! Naja, Jesus ist zwar auf Wasser gelaufen, dann bin ich halt viel cooler als Jesus. Dann gehen wir doch geradeaus. Ich weiß es nicht, wo ich hin soll. Ich habe keinen blassen Schimmer, Freunde der Sonne. Ich habe auch irgendwie in Erinnerung, dass dieser Tempel... Ich fand den eigentlich immer ganz cool und ich finde ihn jetzt auch ziemlich cool. Also da gibt es wesentlich schlimmere Kandidaten. Ich erinnere mal wieder an den Wassertempel, der wird mich vermutlich ganz viel Schweiß kosten. Ich werde mich wahrscheinlich gleich nackt von dem Rechner setzen, damit ich meine ganzen Klamotten nicht voll sau, weil ich dann so nervös werde bei diesem Tempel und so aufgeregt, dass es einfach nicht auszuhalten ist. Ach ja, hier muss ich, glaube ich... Hier ist übrigens die Mülltonne von The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wie bei Minecraft baut man sich einfach irgendwo ein Lavaloch hin. Da hat irgendjemand mal geschrieben in den Kommentaren, der Arkus, der spielt bestimmt die gekrackte Version von Minecraft. Wie kam der denn darauf? Wie kam der denn darauf? Wer hat das überhaupt geschrieben? Was soll denn der Scheiß? Nee, ich habe schon die Originale, ich spiel's nur nicht. Irgendwo auf dem Rechner. Ich hab's mal eine Zeit lang gespielt, Minecraft. Ne, damals, als der Hype quasi, da musste man ja. Aber mittlerweile hat das irgendwie den Reiz für mich verloren und ich hab's auch nicht lang gespielt. Ich hab's halt mal angetestet, weil es halt in aller Munde war. Es kam aber nie in Frage, dass ich davon ein Let's Play mache, weil, weiß ich auch nicht. Wobei sich das gut für ein Laberprojekt eignen würde. Man baut so ein bisschen munter durch die Gegend und labert halt über Gott und die Welt. Das ist eigentlich ein Spiel, was dafür prädestiniert ist. So, den müssen wir jetzt einfach hier runterklotzen. Der hat auch eine schöne Fratze, dieser Block. Und dann können wir, glaube ich, den Fahrstuhl benutzen. So sind die Leute damals hier über höhere Stockwerke hinausgekommen, indem sie einfach auf irgendwelchen Blöcken gesurft sind, könnte man fast sagen. Surfen ist ein schöner Begriff. So. Beam mich hoch, Scotty. Dankeschön. Das ging ja flott. Ja, ein sehr feuriger Urinstrahl. Der hat bestimmt Red Hot Chili Peppers gegessen. Hey! Ja, Navi, ich habe keinen Schlüssel, du neunmal kluge Zippe, du. Oh, der klingt auch mal wie so ein wehleidiges Baby, ne? Gebrochen hat er sich ja scheinbar nichts, denn der bewegt sich ja trotzdem noch weiter. Jux wie Deel gibt's, glaube ich, gar nicht das Wort. Klingt aber gut. Ah, wie kann ich denn hier nochmal rüber? Na, wie muck wie das denn?
Oder kann ich hier rüber? Ich kann da rüber. Ich dachte, das Ding ist so glitschig, dass es nicht geht. Gut, dann muss ich erst den anderen Weg einschlagen. Ist ja gar kein Problem. Da bin ich ja wirklich... Da bin ich ja nicht so. Dann gehen wir jetzt nach links, hä? Also von mir aus jetzt links. Vorher war es rechts. Oh mein Gott, links und rechts. Ey, das ist... Oh, lag. Oh mein Gott. Ich mag das Wort lag eigentlich gar nicht. Sagen wir einfach, es ruckelt. Das klingt viel cooler und löblicher, sage ich mal. Kennt ihr den löblichen Mann Heinrich Poff oder wie der hieß? Damals, das war so eine Internetseite, möchte ich fast sagen, weil englische Anglizismen sind nicht löblich, Freunde der Sonne. Die Christenwelt sollte sowas nicht benutzen. Der hat da irgendwie so komische Tagebücher gemacht und irgendwelche komischen Artikel gegen alles Mögliche, weil das alles nicht christlich ist und alles die Jugend verroht und hast du nicht gesehen? Das war eine Satire-Seite. Das war natürlich von irgendeinem Typen geschrieben, der das als Humor gesehen hat. Das war nicht ernst gemeint. Da gab es dann auch mal lustige Fotomontagen mit diesem netten Herrn. Da kann ich scheinbar eine Bombe hinlegen. Und eventuell kennt ihr die Seite ja auch. Es gibt noch eine ähnliche Seite, aber ich weiß jetzt nicht, wie der Typ heißt. Die Seite gibt es sogar noch, aber diesen Poff, den gibt es, glaube ich, nicht mehr. Der ist, glaube ich... Die Seite gibt es, glaube ich, nicht mehr, wenn mich nicht alles täuscht. Naja, wie dem auch sei. Haben wir mal eine Wand weggebombt. Das war auch mehr als offensichtlich. Ich meine, wie dumm halten die mich hier eigentlich? Ach, da ist auch schon ein Schlüsselchen. Ne? Guten Morgen, liebe Sorgen. Die Qualm, bla bla, lass mich dir als Dank dafür etwas verraten. Ich habe keinen Schniedelwutz. Einige Schalter dieses Tempels lassen sich nur mit Gewalt aktivieren. Das Relikt der Goronen kann dir dabei behilflich sein. Mensch, thank you for your teachings, Zen Master. Bin jetzt wirklich erleuchtet worden. Unglaublich. Ja, weiterer Schlüssel. Der passt auch wahrscheinlich wie wunderbar da in diese eine Tür rein, in die wir eben nicht rein konnten, weil wir da noch keinen Schlüssel hatten. Das macht Sinn. Warum sage ich das überhaupt? Ich weiß es nicht. Ach ja. Ich habe letztens ein bisschen auf YouTube Domian gehört. Der ohne Scheiß. Domian, ne? Kennt ihr das? Das ist so eine Hotline. Da kann man anrufen, da kann man über seine Probleme quatschen oder irgendwelche komischen Themen. Was weiß ich, Sexfantasien oder solche Geschichten. Da gibt es immer so komische Themen. Das läuft, glaube ich, irgendwann spät in der Nacht und dann hört der Domian, die Probleme sich an, versucht zu helfen, was er eigentlich nicht tut, weil er einem die ganze Zeit eigentlich nur unterbricht und sensationsgeil scheint. Aber am Ende kann man da irgendwie noch mit einer Psychologin oder so reden. Aber es ist ganz interessant, manchmal gibt es ja echt lustige Fälle, da habe ich alles Mögliche schon gelesen, was weiß ich, mit Leuten, die mit Hackfleisch Sex hatten und was weiß ich nicht alles. Da war da irgendwie auch sehr grausame Sachen teilweise. Da war, glaube ich, eine Geschichte, die ich mir angehört habe, da war so ein Pädophiler, der hat wohl von seiner Tat die Thema, das Thema der Sendung war irgendwie, ich habe meine Strafe abgesessen oder so. Und da hat halt ein Pädophiler angerufen und hat zugegeben und gesagt, dass er Kinder missbraucht hat und seine Strafe dafür auch gesessen ist. Er war irgendwie 25 Jahre im Knast, der hat irgendwie Kinder vergewaltigt oder so. Und er meinte, er hat nichts bereut. Er hat es die ganze Zeit darauf geschoben, dass er damals ja noch so jung war und mit seiner sexuellen Orientierung noch nicht so wirklich sicher war, was er da bevorzugt. Und das hat er deswegen als Rechtfertigung gesehen und die deutsche Justiz hat sich ja geirrt, die hätten ihn ja viel lascher bestrafen müssen, weil er halt noch sehr unreif war. Ich finde, das ist jetzt keine wirkliche Entschuldigung, wenn man sich an Kindern vergeht, sie vergewaltigt gegen ihren Willen oder betatscht oder was auch immer, ist ja alles Missbrauch. Also ich finde nicht wirklich, dass sich das rechtfertigen lässt. Vor allem war der 25, da hat auch Domian gelacht und gemeint, da bist du ein erwachsener Kerl, mein Freund, da kannst du mir viel erzählen. So, jetzt wollen wir da aber hoch. Genug über Domian gequatscht. Ich finde den eigentlich irgendwie ganz sympathisch. Ich habe den auch irgendwie mal gesehen, wie er bei Stefan Raab war. Ich finde den irgendwie ganz sympathisch, den Domian. Ich glaube, der ist aber schwul, ne? Nicht, dass das jetzt irgendwie an seiner Sympathie was machen würde. Ich habe ja nichts gegen Schwule. Habe ich nur so beiläufig erwähnen wollen. So, ja, nun können wir hier rein. Mal gucken, was uns erwartet. Der Part ist sowieso gleich zu Ende, weil ich muss wieder los, aber ist ja egal. Oha, was hätten wir denn hier? Da haben wir erstmal einen zitternden Goron. Zitteraal-Goron. Ganz seltene Spezies. Findet man nur im Thüringer Zoo. Und da haben wir... Was ist das denn? Das klingt ungesund. Irgendwas... Was ist das denn? Was ist das denn? Ein in Flammen aufgegangener Kackhaufen oder was? Wo bin ich denn hier gelandet? Holy moly. Ja, es soll wohl irgendwie so einen Lavahaufen darstellen, aber der hat Fühler wie so eine Schnecke oder so. Ist ja widerlich. Also solche Dinge habe ich bei uns noch nicht rumlaufen sehen. Nacktschnecken sind schon eklig genug, aber wenn die bei uns auf einmal in Flammen stehen würden, würde ich mir schon ein bisschen Sorgen machen. In Flammen stehende Nacktschnecken, ich weiß ja nicht. So, da kann ich was aktivieren. Dann duvi dat mal. Denn duvi dat mal, das ist auch gutes Deutsch, ne? Duvi dat mal. So ein bisschen Englisch und ein bisschen, ach egal. So, was passiert? Da geht irgendwo gehen Flammen weg. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das?
Wo war das jetzt? Aha. 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 Seid ihr genauso schlau wie ich? Ich bin jetzt total schlau. Ich weiß genau, was ich machen muss. Verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Verstehe gerade nur Bahnhof. Ich kann ja auch nirgendwo hochklettern. Der zittert sich da wieder einen ab. Da oben war nichts. Da ist nur komischerweise sind da so riesige... Ja, riesige Flammenbehälter. Die müssen ja auch irgendwie was zu bedeuten haben, ne? Zumindest stelle ich mir das so vor. Oder es soll einfach nur optische Zierde sein. Das könnte auch sein. Kann ich die Dinger schieben? Nö, kann ich nicht. Da oben, ne? Da oben. Ah, si, Senora. Kann ich mich da ranhangeln? Warte mal, darf ich jetzt ausprobieren? Okay, ranhangeln kann ich mich nicht. Aber das ist da oben auf jeden Fall. Wie komme ich denn da so schnell hin? Ja, geil auch nicht. Ha. Das geht doch nicht. Wie kommen wir denn da? Kann ich da hinspringen? Ach, tatsächlich, ja. Manchmal sind die einfachsten Sachen ja wirklich... Stellt euch vor, ich hätte das jetzt nicht herausbekommen. Dann hättet ihr aber in die Kommentare geschrieben, Mensch, Argus, du bist immer ein schöner Trottel, du. Gut, den schieben wir einfach mal weg, ne, würde ich mal sagen. Das ist so das Einzige, was mir jetzt irgendwie einigermaßen logisch erscheint. Weil da ist auch so eine Fratze auf dem Boden. Ich würde den einfach mal raufschieben, oder? Was sagt ihr? Ihr stimmt mir vorbehaltlos bestimmt zu, weil ihr könnt sowieso keine Widerworte geben. Zumindest würde ich nicht darauf hören. So, mal gucken, was passiert. Hui, Trollolol. Und du? Ah, nun kann ich... Ah, jetzt kann ich dahin. Ah ja, dann machen wir das mal. Kann ich von hier oben schießen, so winklig? Tatsächlich. Das wollen wir jetzt natürlich... das könnte dann klappen, weil dann müsste ich das zeitlich hinbekommen. Ich mag Spiele mit Zeitlimit nicht. Das sage ich andauernd, wenn ein Zeitlimit in einem Spiel vorkommt. Ich hasse das. Ich stehe ungern unter Druck. Ich lasse mich gerne von etwas unter Druck setzen. Da bin ich wirklich ein sehr genügsamer Mensch, ne? Ich mag das nicht. Naja, ihr mögt es jetzt wahrscheinlich nicht, dass ich den Part bereits beende, aber er ist jetzt erstmal zu Ende. Wir schauen uns nochmal Link an, wie er da steht. Blond, blauäugig, mit roten Klamotten. Ja, jemand von damals wäre sehr stolz auf ihn gewesen. Und ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Part. Auf Wiedersehen.